Moin, heute möchte ich euch eine günstige Isomatte vorstellen, mit der Nature Hike anscheinend versucht, die Z-Lite zu imitieren. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Tja, die Thermarest Z-Lite ist eine der, ich glaube, meistgesehenen Isomatten irgendwie aller Zeiten. Also ich glaube, jeder Outdoorer hat die irgendwo. Die hat dasselbe Art von Muster, also dieses Ziehharmonika-Muster. Und die meisten haben das irgendwo außen am Rucksack dran und so weiter und so fort. Diese Matte hier ist jetzt von Nature Hike, das ist ein Günstiganbieter von China. Ja, von denen habe ich schon mal die ein oder anderen Produkte getestet. Die sind meistens für ihren Preis entsprechend absolut in Ordnung, können aber auch nicht immer mit den Markenprodukten mithalten. Wie wir das von den Chinesen kennen, ja, die produzieren gerne mal nachmachen, weil vorher habe ich das sonst nirgendwo gesehen, außer bei der Thermarest Z-Lite, dass es dieses Muster gibt und mittlerweile, ja, sieht man das schon ein paar Mal öfter bei verschiedensten Marken. Was ist jetzt das Prinzip hinter diesen Matten? Das sind Schaumstoffmatten im Großen und Ganzen, ja, wo dann Luft eingeschlossen wird in den kleinen Bläschen. Und hier werden verschiedene Schichten miteinander verklebt oder aufeinander verklebt sozusagen. Eine Sache ist mir dabei übrigens jetzt schon aufgefallen. Hier ist das vielleicht nicht perfekt verklebt. Also bei der Z-Lite habe ich das ein bisschen besser gesehen. Ob das natürlich dann im Langzeittest hält, werden wir dann noch sehen. Beim Preis ist das, je nachdem, wo ihr es natürlich bestellt, so eine Sache. Also wenn ihr Nature Hike auf Amazon bestellt, kostet die, glaube ich, knapp 20 Euro. Wenn ihr sie direkt zum Beispiel vom Banggood bestellt aus China, wo ihr dann so 2-3 Wochen warten müsst, bis eure Matte da ist, dann könnt ihr schon bei Angeboten 10 Euro. Und das ist halt weniger als ein Drittel von der Z-Lite. Je nach Angebot natürlich. Ja, der reguläre Preis ist aber auch in China jetzt nicht so niedrig wie 10 Euro normalerweise. Wir sehen hier auch hier das Eierkartonmuster, wie es bei der Z-Lite eigentlich ist. Im Prinzip, bis auf die Farbe, ist das also eigentlich ein Klon, beziehungsweise ja, eine Uminterpretation, kann man in dem Sinne auch sagen. Und ich hatte sie jetzt schon mehrmals in Benutzung, auch zum Beispiel auf der Hängematte und so weiter und so fort. Und sie erfüllt ihren Zweck. Also was anderes kann ich im Prinzip nicht sagen. Sie funktioniert, sie isoliert und tut, was sie soll und ist halt praktisch, weil man sie so schön am Rucksack dran machen kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich das minimale Gewicht. Die hier wiegt jetzt, glaube ich, 350 Gramm. Ja, also ihr seht das. Das ist im Prinzip ist das Luft. Ja, also das ist Fliegengewicht. Ich werde die auf meine Heidschnuckenwegtour wahrscheinlich dann jetzt mitnehmen, um sie ein bisschen zu testen, ja, wie das ist. Das kommt ganz auf die Temperatur drauf an. Wenn es sehr kalt ist, werde ich wahrscheinlich aufschieben, die ausgiebig zu testen und dann lieber die Thermarest Ridge Rest mitnehmen, die schon nochmal einen deutlich höheren R-Wert hat, auch als die Thermarest Z-Lite. Was mich natürlich in dem Zusammenhang auch interessiert, ich fand jetzt keine genaue Angabe darüber, was hier für ein Schaumstoff drin ist bei Ridge Rest bzw. Thermarest. Die Matte ist übrigens auch nicht sehr dick, das ist bei der Z-Lite aber auch nicht großartig unterschiedlich. Diese Matten sind jetzt auch nicht für den Hochwinter konzipiert worden, sondern mehr so bis 5 Grad, bis maximal 0 Grad. Viele, die diese Art von Matten verwenden, und da gehe ich mittlerweile auch immer weiter zu hin, benutzen die als Kombinationsmatten. Das heißt, die kommt auf den Boden, außen dran an Rucksack, ja, das Robuste zum Unterlegen, Schutz gegen Dornen und die starke Isolation, die von solchen Schaumstoffmatten halt ausgeht und darüber dann eine dünne, sehr leichte Luftmatratze, zum Beispiel zum Drauflegen. Ja, da gibt es dann auch verschiedene Modelle. So kombiniere ich das. Dann hat man gleichzeitig die guten Eigenschaften der Isolation, hat draußen Sitzkissen und einen Schutz vor Dornen, steinigen Boden und kann trotzdem den Komfort genießen, noch eine Luftmatratze oben drauf zu legen. Je nachdem, wie man das natürlich kombiniert. Ne? Und günstiger als eine 200 Euro Downmat ist es dann auch allemal. Tja, wir werden also herausfinden, ob die wirklich so toll ist, wie sie mir gerade vorkommt. Also, dass man sich damit bares Geld gegenüber dem teuren Markenprodukt spart. Das werden wir sehen. Den Link findest du natürlich unten in der Beschreibung. Einfach mal durchklicken und vergleichen, wenn dich das interessiert. Und schreib mir gerne auch unten in die Kommentare, was du so gerne benutzt oder ob du damit schon Erfahrung und wie deine Erfahrungen mit der Z-Lite sind vor allen Dingen. Das würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos. Einfach mal durchklicken für kleine Touren und Ausrüstungsvideos. Hier rechts auf dem Button kannst du mich abonnieren bzw. meinen Hauptkanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei den nächsten Videos sehen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.